Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich bin noch in Dehnsen in der Stadt Alfeld zu Gast. Und wir hatten uns vorhin das Auto angeschaut. Dabei habe ich was ganz Tolles gesehen. Und da wollte ich den Joachim bitten, ob wir das noch mal vielleicht für euch noch mal vorführen können. Hat er gesagt, klar, für die Kameraden mache ich alles. Deshalb nehme ich mein Wort. Hole ich einmal den Joachim erstmal zu mir. Joachim. Hi. Da sind wir wieder. Da sind wir. Joachim ist jetzt im Kampfanzug quasi. Jetzt geht's los. Es ging um die Wasserstrahlpumpe. Genau. Da hast du kurz befohlen. Die haben sich alle schon ausgerüstet. Ich habe gesagt, na, schaffen wir es heute noch? Er hat gesagt, na klar, komm her, 2 Minuten, das Ding, steht das Ding. Okay, ist eine richtige Feuerwehr hier, muss ich lernen, dass es auch schnell geht? Nein, Spaß. Weil wir bauen jetzt erstmal ein Becken auf, dass wir die Pumpe dann vernünftig vorbilden können, mit Steckleiterteilen. Ich halte mich mal ein bisschen zurück, ich übergebe dir das jetzt und ihr schaut euch das mal schön entspannt an, wie man ein Wasserbecken aufbauen kann und dann, wie man mit einer Wasserstrahlpumpe oder Wasser fördert. Da würde ich noch mal gerne kurz was zu erklären, aber ich bin ganz gespannt. Dann fangen wir erstmal an. Los geht's. So, was ist nun eine Wasserstrahlpumpe? Stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, das ist ein ganzer großer schwarzer Raum. Das ist einseitig in der Wasser rein, dann kommt er raus. Ne? Also, Wasserstrahlpumpe. Man sieht hier auch, wer es ist ein einfacher braucht. Hier gibt es einen Pfeil. Da geht es rein. Also, wo wird es dann rausgehen? Hier. Und zwar geht das Wasser da raus und das, was von unten angesaugt wird. Das heißt, man hat ein Cäsar rein und B-Schlauch bärt da raus. Ne? So. Das heißt, B hat mehr Durchfluss wie ein C, ist klar. Deshalb also geht mehr Wasser raus, wie man zugeführt hat. Manche sind ein bisschen irritiert, wenn man mit in einen Keller reingeht, wo Wasser drin steht. Man führt da noch, pumpt noch Wasser rein, um diese Pumpe anzutreiben. Da denken die Leute, hey, ich will eigentlich Wasser raus haben. Ist aber sozusagen durch dieses Injektorprinzip so, dass wir Wasser zuführen, antreiben und dadurch Wasser rausführen. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal B und einmal C mit Druck. Okay? Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie es läuft. Los geht's. Nicht wundern, jetzt die Schläuche, die sie hier nutzen, das sind jetzt reine Übungsschläuche, die jetzt eigentlich von der Jugendfeuerwehr sind, haben wir gesagt, wir müssen jetzt nicht die guten Schläuche schmutzig machen. Ja, guck mal, hier. Jetzt sieht man. Ah, es geht schon recht zügig, ne? Und wir gucken mal, wie weit wir runterkommen. Alles gut. Mal gerade halten, bitte, wegen der Tiefe. Ja, nervt man nicht. So, und jetzt kommen wir gleich an die Grenze. Jetzt ziehen wir schon Luft, glaube ich, ne? Jetzt wieder Luft. So, habt ihr gesehen, ne? Also man darf vorne natürlich
Es muss frei sein, es muss ein Lenzbetrieb geschaffen werden. Ne? Das heißt, man gibt Druck rein und es kommt relativ, naja, es kommt trotzdem 2-3 Bar hin, schätze ich mal raus. Ne? Aber ja, wieder, aber pumpt halt, ist effektiv, also ein schönes Ding. Schade, dass man die eigentlich nicht mehr so viel sieht, weil ich finde, das ist eine tolle Pumpe. Vor allem, gerade wenn man kleine Kellerfenster hat, wo man durch muss, ist man viel flexibler als mit so einer unbeweglichen, formstabilen Saugschlauch. Super, super Teil. Also Achim, erstmal schönen Dank für das, fürs Zeigen. Und tolle Feuerwehr hier und lass mal, gefällt mir, oder besucht die Kameraden und Kameraden einfach mal beim nächsten Dienst. Jeden Donnerstag 19 Uhr. Jeden Donnerstag 19 Uhr kommt ihr mal vorbei und dann, es reicht auch, wenn man einfach mal sagt, finde ich gut, was ihr macht und zeig mal her. Oder die sind auch ganz hilfsbereit und erklären gerne. Also deshalb kann ich nur jedem empfehlen hier aus der Gegend. Geht zur Feuerwehr oder hier nach Jensen, kommt mal vorbei und lasst mal einen lieben Gruß mal da in den Kommentaren. Würde ich mich sehr freuen. Alles klar? Ich muss sagen, hier in Jensen gibt es alles, was mein Herz erfreut. Feuerwehrmäßig hat man hier eine tolle Ausstattung. Mega Fahrzeug, ne? Tolle Ausrüstung. Tolle Kameraden. Also ich habe eben immer ganz viel Spaß gehabt, auch wenn die Kamera nicht läuft. Das Gerätehaus ist top, groß, geräumig, also für meine Verhältnisse megamäßig großzügig. Tolle Ausrüstung, tolle Kleidung. Es gibt eigentlich nur noch eins, was ich mir vielleicht richtig wünschen würde. Das traue ich mich gar nicht. Und dieser Wunsch hat sich gerade erfüllt. Ist das nicht herrlich? Mädels, ihr seid hier aktiv in der Feuerwehr. Ja. Erzähl mal, wie ist das denn so als Feuerwehrfrau? Es macht auf jeden Fall Spaß, es ist abwechslungsreich, man lernt viel, es ist viel Technisches und ja, es macht einfach Spaß. Viel Technisches, macht das den Frauen auch Spaß mit dem Technischen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Super. Natürlich. Klasse. Wir werden hier auch super akzeptiert, also wir werden hier nicht als kleine Püppi behandelt oder so, wir werden gleichberechtigt behandelt, wie jeder andere hier auch. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ist so, ja? Schön. Also wieder richtig wohl. Ich merke das auch, wie ihr mitmacht, das merkt man auch. Also ganz tolle Truppe, also eine Einladung auch an die Mädels, habt da keine Angst vor. Sucht euch eine der drei Ansprechpartnerinnen aus. Wie waren nochmal die Namen? Wie heißen? Katrin. Daniela. Nele. Ne, und die drei einfach ansprechen beim nächsten Dienst. Jeden Donnerstag 19 Uhr seid ihr hier. Genau. Und Frauen sagen, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Es gibt für jeden eine Aufgabe, ob es nun, es muss nicht jeder der Superheld sein mit drei Personen auf der Schulter, der aus dem Gebäude rausrennt und qualmt noch. Sondern es gibt Leute, die müssen funken können. Die müssen deutlich reden können. Das kann ich zum Beispiel nicht immer. Es müssen Leute den Straßenverkehr sichern, es müssen Leute die Pumpe bedienen können, es müssen Leute schläuchen, so ein tolles Becken bauen. Das habt ihr alle super gemacht. PA tragen, ne? PA tragen, ja, auch, ja. Kettensägen, ja, ne? Kettensägen geht auch. Oh, sie Mensch. Auch. Nein, aber wie gesagt, von meiner Erfahrung sind Frauen ganz normal bei uns in Feuerwehren. Ist aber nicht in allen leider so, habe ich schon gehört. Ich hatte auch vermessen ein paar Gespräche, das ist halt noch nicht in allen Feuerwehren angekommen. Ich glaube, hier ist es aber auch so. Deshalb kann ich nur sagen, schön und es ist auch wichtig, dass die dabei sind, weil das Niveau ist schon ein bisschen besser, wenn auch Frauen dabei sind, muss ich sagen. Schon ein bisschen gehobeneres Niveau, als wenn die Kerle immer unter sich sind. Ne? Also, schön, dass ihr es macht. Lasst die Mädels mal einen Daumen da. Also super, tolle Frau, hat mich gefreut, euch kennenzulernen und einfach daherkommen. Und natürlich geht das auch für die Männer. Ihr habt ja nicht so viel Angst, weil es ja, ne? Ihr kommt schon so am Donnerstag 19 Uhr mal her. Und wenn es nur auf dem Wasser ist. Ne? Wie man so schön sagt. Gut, alles klar. Schönen Dank. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ne? Nee, aber macht das denn Spaß in der Feuerwehr, in Aktiven? Wie ist das denn so als Frau? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, also ich bin in die Feuerwehr eingetreten, da waren wir noch nicht so ganz so viele. Ja. Da waren wir nur zu zweit. Also meine Kameraden sind sehr liebevoll, oder gehen immer noch sehr liebevoll mit mir um. Es macht sehr viel Spaß. Und, man wird umsorgt, ne? Ja. Aber seid ihr jetzt mehr Frauen, oder? Jetzt sind wir drei. Drei, okay. Das heißt, ihr könnt ruhig, drei ist eine schlechte Zahl, mehr zwei oder vier ist gut. Ne? Das heißt, nehmen wir noch eine dazu oder noch ein paar mehr von mir aus? Ich nehme auch gerne noch mehr dazu. Okay. Super. Also das heißt, können ihr einfach zu dir kommen, wenn sie mal sich interessieren, zu mir mal anzufangen oder wann habt ihr eigentlich mal Dienst? Donnerstags um 19 Uhr. Jeden Donnerstag um 19 Uhr, das kann sogar ich mir merken. Also jeden Donnerstag um 19 Uhr bist du auch immer da oder? Meistens, ne? Meistens, ne? Eigentlich immer. Okay. Ja gut, wir machen das ja alle ehrenamtlich. Man kann nicht erwarten, dass man immer Zeit hat, aber... Ich arbeite auch viel abends noch.